Hallo, ich bin der Gamebob und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker Teil 55. Wir sind noch hier im Terra-Tempel. So. Und ich möchte jetzt mal was anderes ausprobieren. Es könnte sein, dass dann der Ton ein bisschen anders klingt, weil ich jetzt aufnahmetechnisch mal was anderes probiere. Und zwar... Achso, du kannst mir die Melodie nicht allein zurücklassen. Was bist du für eine Rübe? Gut zu wissen. Also, die brauche ich nicht mehr platt machen. Die ignoriere ich auch mal. Genau, was ich sagen wollte, ich benutze jetzt Push-to-Talk. Ich habe einen alten Controller, den ich sonst für nichts mehr brauche, und benutze dieses Push-to-Talk-Schalter. Und ich schaue mal, ob das geht, weil das Problem ist immer, die automatische Erkennung, wann das anspricht oder anspringt, ist ein bisschen ungenau. Deswegen probiere ich das mal so mit den alten Einstellungen, aber... Ja, schauen wir mal. Jetzt muss ich erstmal schauen, was ich da jetzt kurz machen muss. So, genau. Ich wollte hier rüber. Ach, da brauche ich sie aber natürlich. Ja, aber das Problem ist immer, die Nebengeräusche, die nimmt es mit auf und da muss ich immer mehr nachbearbeiten. Ach, das habe ich vergessen. So. Ja, das ist das Problem, dass ich sie hier mitnehmen muss. Na komm. Ich benutze so ein, ob's Linux-Skript oder Programm, was es gibt, was einem ermöglicht, quasi wie X-Padder, was es für Windows gibt oder gab, quasi einen Gamepad-Input als Tasten-Input zu nutzen. Also ich kann nicht mit einem Controller auch Funktionen von OBS steuern, was sehr praktisch ist. Interessant ist, dass da gerade was von dem Grab runtergerutscht ist, beziehungsweise die Abdeckung da. Naja, Medley ist quasi ein Lockvogel. Ich muss nicht mehr ziehen, obwohl doch muss ich wohl. Na komm. Mach's gründlich. Ich habe ein Glücksamulett erhalten, sehr schön. Ach so, stimmt, man kann bei manchen Gegenständen die Texte nicht abbrechen, was mich ein bisschen nervt. Oh, jetzt geht's hinab. Schauen wir mal, ob das was wird. Ja,
ich glaube, das sollte ich tatsächlich doch eher Ding nehmen. Na, wo ist er denn? Hier. Sehr interessant. Lass dich nicht vom Tod berühren und verfluchen und öffne das Steintor des Westen. Okay. Oh, Hilfe. Toll. Sehr unauffällig. So, dann schauen wir doch mal. Was gibt's hier überhaupt? Ich schau mal weiter. Achso. Ja, super effektiv. Nicht sehr stabil gebaut. Hält auch nicht viel aus.
Oh nein, ein Todeskrabscher, pass auf, dass er dich nicht packt und was? Das Problem ist, wenn ich da reingehe, dann kann ich ja nicht viel machen. Was ist das da? Da ist was. Uiuiui, das riecht ganz nach einem Schatz, was uns da wohl erwartet. Wo ist sie? Warum wird sie nicht verflucht? Ich habe einen kleinen Schlüssel gefunden, sehr schön. Aber das ist trotzdem nicht das. Ach, doch, jetzt geht. Jetzt ist der Raum entflucht. Ach, da muss ich wahrscheinlich die ganzen anderen platt machen. Ja, ich muss mich doch noch dran gewöhnen, vom Schalter dann runter zu gehen. Mit dem Push-to-Talk. Schon mal nicht die Tingelstatue, würde ich sagen. Schatz gerade auch nicht schlecht. Ich weiß, dass ich jetzt einen Schlüssel habe und eigentlich da gerade ausgehen könnte, aber ich gehe mal nach links.
Sieht aus, als muss ich da eigentlich erst später rein. Muss ich doch wohl zuerst durch den anderen Raum durch. War nicht so effektiv. Super. Zumindest muss man nicht weit laufen. Ach, sie spawnt dann quasi hier. Ja, logisch, da habe ich sie zurückgelassen. Na komm.
Geld, alles meins. Hey, ich hab sogar das richtige Lied auf Anhieb gespielt. Also ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll, aber wenn ich mich mit meinem Instrument Licht auf dein Schild reflektiere, können wir vielleicht das Licht umlenken. Vielleicht bringt uns das ja etwas. Entschuldige, ich maße mir zu viel an. Das ist, was ich wollte, nur die... Ja. Super. Ich war zu nah dran. Der Winkel passt nicht. Moment. Manchmal ist es ein bisschen sehr genau. Hat sich ja echt rendiert, also gar nicht. Das hat schon besser funktioniert. Schau mich hier noch mal kurz um. Da. Da wollte ich doch mal schauen. Mir fällt hier auch nichts Besonderes ein. Ach, der Raum. Yeah!
Das hat sie jetzt vollgebracht. Da bin ich mal gespannt. Ich hatte mir gedacht, das könnte vielleicht funktionieren, aber doch nicht. Ich werde kurz das machen, es gibt nicht einen Weg, den ich nicht gegangen bin. Und zwar kann ich ja da unten auch nach links gehen, deswegen, Aber da brauche ich dafür mehr, dass es funktioniert. Auch gut, ich hab gedacht, da stirbt man, wenn man runterfällt. War sehr intelligent.
Entdeckung. Ah. Ich hatte mir gedacht, da muss doch irgendwas sein, deswegen. Du hast die Terra-Tingle-Statue erhalten. Sie ist feucht, kühl und riecht ziemlich modrig. Gib sie Tingle, der freut sich bestimmt. Oh, der Mob, gut gemacht. Das ist doch die Terra-Tingle-Statue. Ich bin in der Pose des Siegers verewigt. Als Tingle seine erste Karte angefertigt hatte, soll er diese Pose gemacht haben. Die letzte ist wohl die allergroßartigste Statue von allen. Für Leute, die sich fragen, ob einem die Statue irgendwas bringt, ja, macht schon was aus. Aber sagen wir es mal, es ist praktisch für den Spielverlauf, aber sonst. Na komm. Das, was ich gelesen habe, was sehr lustig ist, ist auch, Moment, jetzt muss ich kurz mal, ach, das will ich tatsächlich jetzt dann nebenbei schnell aufrufen. Ich sollte vielleicht auch Push-to-Talk gedrückt halten. Also, witziges Detail. Der Tingle-Siever heißt im Original ein bisschen anders. Und zwar steht nämlich auch auf der Grafik des Tingle-Sievers, da steht quasi unter dem, also das, was das Gameboy-Logo quasi ist, da wo halt Gameboy Advance steht, steht da wohl tatsächlich drauf. Okay, das ist blöd, Moment. Nintendo steht da drauf, was lustig ist, weil es ist Anspielung auf den japanischen Namen von Tingle und ja, Nintendo logischerweise. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert textmäßig, wenn nicht, dann ist er blöd, aber egal. So. Toll. Hat's ja vollgebracht, so. Na komm. Oh cool, man kann nochmal den Diamanten abgreifen. Auch schön. Klar, weil die Area neu geladen wird. Ich glaube, ob es Sinn macht, sie mit runterzunehmen. Hm. Muss ich mal probieren. Schauen wir mal. Ich lege sie tatsächlich ab und glaube, ich muss nämlich ohne sie runter. Hm. Hier kannst du raus. Irgendwas hat er gerade gesagt. Hm.
Ich hätte sie natürlich damit runternehmen müssen. Das heißt... Ich muss jetzt da wieder hochgehen. Ich mache aber jetzt auf jeden Fall den Dungeon noch fertig. So, dann muss ich hier rüber, dann müsste es hier oben stehen. Doch gut genug funktioniert. Es gab kaum Verletzte. Auch nicht schlecht, kann man immer brauchen. Thank you.
so kann man auch Zeit schinden. Wie gesagt, Rubine kann man immer brauchen. Gerade im späteren Spielverlauf. Fast die zweite Hälfte vom Raum. Du hast schon wieder beim Glück Amulett gefunden. Ja, stimmt, das ist der einzige Text, den man wirklich nicht abkürzen kann. An dieser Stelle fange ich kurz eine neue Aufnahme an und sage bis gleich. Für den Fall, dass mein PC abstürzt, weil ich immer noch nicht weiß, wie lange man aufnehmen kann, ohne dass er mit dieser Konfiguration Probleme hat. Deswegen, ich will es jetzt nicht riskieren, weil es ja ein Testteil ist. Also,